Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag. Ja, ich mache tatsächlich noch 2 Folgen heute. Planänderung, was Schatzkarten übrigens auch anbetrifft, dementsprechend. Das kommt dann in einem späteren Part. Ich werde jetzt nämlich erstmal dieses Dreieck hier clearen. Das könnte ich eigentlich schon wieder liebevoll Bermuda-Dreieck nennen, ne? So scherzhaft, ne? Nicht falsch verstehen. Denn wir können von... praktischerweise hier aus, wo ein Schnellreisepunkt ist, rüber und kurzerhand mal das Animus-Fragment-Stück holen. Öffnet die Hauptsegel! Und dementsprechend, nachdem wir das Fragmentstück haben, auch noch andere Sachen sammeln. So wie die Kiste und das andere Fragmentstück. Sag mal, sagt er eigentlich, also dieser eine Seemann, sagt er eigentlich ständig, ich lasse mir Pech auftragen oder ich lasse mal Pech auftragen? Aber ich lasse mal Pech auftragen, hört sich für mich sinnig an. Bezüglich Schiffsbau halt, um Löcher zu verschließen. Oder halt Spalten, wo Wasser eintreten kann. Warum man ja sich selber Pech auftragen lassen sollte. Medizinische Gründe damaliger Zeit? Vielleicht, keine Ahnung. Aber sowas hängt mir halt ganz Zeit jetzt im Kopf, weil ich da ganz Zeit drüber nachdenke. Weil mich das halt voll irritiert, dass er das ständig sagt. Regelbergen! Sieht Männer, Großsegel bergen! Captain über Bord! Da hätte auch sowas wie eine Art Long Jump hinmachen können. Egal. Ich guck gerade mal, wo es das zweite Stück ist. Das wäre hier und wäre dann von hier aus schnell erreichbar. Punkto Schiff halt auch zu fahren, ne? Halbe Sek. Direkt auch Kiste markieren. Hoch Leute, an die Bramsegel! Schiff kommt! Waffen raus! So, natürlich selbst sprechen, dass ich jetzt versuche, den Blickkontakt mit anderen Schiffen gerade ein bisschen zu vermeiden. So gut es geht. Da liegt etwas auf dem Meeresgrund, Sir. Segelreffen raus aus ja. Der Böe! Ich dock mal an. Das ist ein Kriegsschiff, Sir! Royal Navy! Nur das eine Schiff, Captain! Vieren und Fahrt aufnehmen! Aufschießen! Aufgeilen! Nehmt Druck vom... Hat noch irgendwie funktioniert. Keine Ahnung wie, Leute. Gerade ist nur eins wichtig, ich muss zusehen. Also, da ich jetzt noch zur Kiste komme gleich. Obwohl, 3 Stück, 7 Kisten, lasse ich mich schon wieder zu etwas bewegen. Ich gucke erstmal eins nach. Ja, nein, ich kehre zum Schiff zurück. Das sieht mir hier wieder nach so einer langen Streckenschwimmnummer aus. Und das kann ich auch noch später machen, sowas. Großsegel, los geht's! An Schothorn, an die Schoten! Haben ein paar Balken eingebüßt! Hallo! Aber es hält noch! Okay, das war. Gestorben sein. Das war hinterletzte Arschlochkarte, so auf gut Deutsch. Und da ist die Monetarisierung quasi schon geflötet.
die ich nicht mal habe. ja, aber ehrlich, was war das denn bitte schön? Ubisoft, programmiert bitte mal eure Spiele so, dass man sagen kann, okay, du bist jetzt zwar gerade hochgekommen, aber ist halb so schlimm. Und ja, schön, dass ich den nicht einsammeln kann, offensichtlich. Sir, von Steuerbord, Schiffbrüchiger, ein Wirbelwind, Sir. Was ist hier bitte schon für ein... Nehmt die Rahn aus dem Wind! Ich muss auf jeden Fall gleich nochmal zur Festung mein Schiff reparieren lassen. Das sehe ich schon kommen. Und mich auch, ja, wieder tarnen lassen. Alter, sind... Captain ist außen Bord! Ich bin nicht auf dem Keks, du Scheißspiel. Entschuldigung, ich bin gerade leicht getriggert von diesen ganzen Sachen. Weil, also ich werde leicht getriggert von den ganzen Sachen, weil... Ist doch nicht wahr. Also so Kleinigkeiten wie mal kurz wo springen oder so. Na gut, wenn ich mal einen Lauf habe, habe ich auch einen Lauf. Ihr wisst das ja. Ich sage nur Gothic. Da hatte ich ja letztens auch so einen guten Lauf. Ich würde sagen, dass das wahrscheinlich heute auch wieder so sein wird, dass ich dann sage, okay, hey, schon ist mir egal, dass ich eigentlich schon seit 2 Stunden rendern wollte. Ich mache jetzt einfach weiter. Dann werde ich heute wieder zu viel aufnehmen. Aber das Nützliche daran ist ja dann wiederum gesehen, dass man ja immerhin das schnell hinter sich hat, die ganze Sache. Bring die Hab! So. Bin doch auf dem richtigen Weg, oder? Ich hasse es immer, dieses kontrolliert. Ah, ich krieg eine Krise. Trotzdem, ich hasse es immer, dieses kontrollieren zu müssen. Könnte man nicht die Minimap irgendwie, keine Ahnung, ansteuern, so sagen, okay, zeig mir jetzt mal kurz einen Spot da an. So was wie eine Art Radar. Nein, man muss natürlich immer auf die große Karte gucken, die dann zu Ladeproblemen führt, die dann wiederum zu was weiß ich was führt. Entschuldigung, Mahlzeit. Zu was führt, ne? Ja, ich habe schon kommen sehen. Ich würde sagen, dann läuft es auf einen kleinen Cut hin wahrscheinlich. Es tut mir ja leid. Ich weiß nicht, woran es liegt, Leute. Ich habe jetzt keinen Cut gemacht, weil es natürlich jetzt relativ schnell wieder sich eingekriegt hat, natürlich. Aber trotzdem könnte das sich mal. Bring den Kahn zum Stillstand! Habe ich schon mal erwähnt, dass mich das nervt? So ganz klein wenig. Also ich weiß nicht, wie ihr das immer findet, wenn ihr sagt, okay, hey, ich bringe meinen PC zur Reparatur, damit er funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr dann auch so einen Rechner wieder kriegt, also dass er nicht läuft. Einzig fest, ich werde meinen Rechner zurücksetzen müssen, demnächst. Das heißt, ich werde für die nächste Zeit nicht abrufbar sein, wahrscheinlich. Geradezu sogar so weit gehen, dass ich sage, okay, ich werde keine Parts hochladen. Sprich, das wird das erste Mal nach langer Zeit wieder, dass ich versuche, etwas zu machen. In der Hoffnung, dass es halt wieder läuft alles, ne? Gut, gerade ist ja halt der Verdacht auf RAM, ne? Also das größte Ding. Nicht mal auf etwas anderes, aber trotzdem. Ich kann es halt nicht nachvollziehen. So muss ich halt echt 10, 20 Jahre jetzt Pause machen.
bis ich dann wieder zurückkehre. Und das wäre schade. Warum 10, 20 Jahre? Weil ich mir sicher sein will, ob ich das noch weitermachen möchte. So, wer jetzt wieder nach vorne rennt, ist wahrscheinlich das Schiff schon wieder einen Kilometer weit entfernt von der Insel. Habe ich richtig? Oh, so gut wie, ne? Und er springt natürlich wieder in den letzten Tropfen, der hier noch herumgeistert. Ich krieg noch einen Rappel heute. Tja, Gut. Wenn sich jetzt alles einigermaßen beruhigt hat, dann kann ich auch zum nächsten übergehen. Sprich, hier habe ich ja alles abgehakt zum großen Teil. Jetzt könnte ich theoretisch, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Das muss ich von der Festung angehen. Zu der einen Küste hin. Und ja, ich weiß, das ist jetzt zeitaufwendig. Weil ich auf jeden Fall mache, ist vorher nochmal mein Schiff reparieren. Und meinen Auffälligkeitsgrad senken. Oh. Musst du verschwinden, Ken. Que puedo ayudarlo. Que el destino le sonríe. Ich kümmere mich um alles. Es war mir ein Vergnügen. So. Captain steuert selbst. Segel setzen, Bewegung! So, so, so. Sechzehnhundert, 1500, 1400. Ah, Moment, jetzt stelle ich gerade fest, 1300, das sind ja keine Meter, die ich laufe, glaube ich, oder fahre mit dem Schiff. Das sind, glaube ich, nordische Meilen mit gemeint. Weil ich glaube, sonst wird es noch ein bisschen länger dauern, oder? Ich bin mir gerade nicht so sicher, ganz ehrlich gesagt. Drunken Sailor, yo. Arm und Marssegel fest, zurren! The Drunken Sailor. Alle Segel niederholen! Haben wir es übrigens vor kurzem jetzt angehört wieder. Ich kann es trotzdem nicht mit singen, also nicht wortwörtlich. Na los! Aber es ist trotzdem immer noch der klassische Piratengesang-Klassiker für mich, also was man halt so kennt. Alles setzen und schafft zum Wind ausrechnen! Geht über solche Geschichten. So, und anscheinend wäre es näher dran gewesen, wenn ich mich auf diese Palminsel gesetzt hätte, anscheinend. Oder? Nein, die wird mir nur kreismäßig näher angezeigt. Okay. Wir treffen alle außer Großbergen! Bergen! Alle Segel bergen, Männer! Habe ich diesmal rechtzeitig angehalten, sodass ich dann Meter davor stehe? Oh, ja, 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 ja! Diesmal nicht mit mir! Haha! Elebatch. Diesmal nicht mit mir. So, gut, gut. Da haben wir dich, ja. So.
Keine Ahnung, es ist halt irgendwie nervig, wenn ich dann ständig ins Wasser falle. Deswegen regt mich das immer mal zwischendurch auch auf. Was ich jetzt mal ganz kurz gucken kann, was ist denn hier im näheren Umfeld, was ich noch nicht aufgedeckt habe? Das, ne? Dann kann ich da mal ganz kurz Aufdeckungsarbeit leisten. Und das ist doch, glaube ich, am nächsten Objekt dran, oder? Sprich, ja, genau, das ist da die Kiste, da ist das Animus-Fragmentstück. Dann kann ich die nämlich gleich von da aus einfach nochmal holen im Fall der Fälle. Ja klar, fliegt mir fett ins Auge, die scheiß Drecksmücke. Boah, kriege ich hier noch ne... Ich krieg heute noch einen Anfall. Stand der gerade für eine... Egal. Boah, Alter. Captain im Ruder. Das fuckt mich jetzt gerade hart ab, ne? Mann, Fenster, Sperrangel weit offen. Gar kein Problem, könnte man rausfliegen. Als Insekt, ne? So. Nein! Ich schwöre lieber den Typen, der auf dem Stuhl... vorm Fenster sitzt, fett ins Auge und trigger ihn damit. Ach, keine Ahnung. Ich reg mich halt zu sehr über Kleinigkeiten auf, habe ich das Gefühl mittlerweile. Aber wie ist es ja so meist? Es ist einfach logisch. So, und ganz kurz an jeden Klugscheißer da draußen, der mir jetzt kommt: Hey, mach doch ein Fliegengitter vor deinem Fenster. Ey, schalt mal das Hirn ein. Ich wohne im Dachgeschoss. Das heißt Klappfenster. So. Das ist so der Nachteil. Gut, ich könnte ein Fliegengitter anbringen, theoretisch. Es würde mir nur relativ wenig bringen, glaube ich. Weil der Punkt ist ja, sie würde an den Seiten ja reinkommen. Außer ich habe das falsch im Kopf. Leersegel einholen! Also wie so ein Fliegengitter bei den Fenstern funktioniert. Sollte, meine ich, Entschuldigung. Wie ein Fenster bei. Fliegengitter bei diesen Fenster funktionieren sollte. 7 tödliche Meere. Okay. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wofür ich das gekriegt habe. Ja, danke fürs zu weit runterscrollen. Alle versunkenen Schiffswracks erkunden. Ja, nicht ganz, aber ja. ja, da wird noch eine Weile dauern, bis ich alles habe, aber gut. Das Erkunden von den Untergrund mache ich ja eh noch später. Das ist ja jetzt nur, damit ich schnell Reisepunkt habe, um... dann gleich zu der Kiste nochmal rüber zu segeln. Noch schneller segeln. Ich drück doppelt und dreifach die nach vorne Taste. Okay, ist ihm wurscht. Gott, juckt mir gerade überall der Kopf gerade. Hab doch gerade erst gestern geduscht. Muss zwar heute auch nochmal duschen. Das recht wegen den ganzen Viechkleuch, was die ganze Zeit rumschwirrt und dementsprechend natürlich auch nochmal. Ja. Kleinkram mit reinbringt. Jautsch. Treff die Top- und Bramsegel! Halber Wind, Männer! Beruhigt die. Alle Segel raffen! Wiederholen und aufkeilen! Ah. Hauptsegel rein! Ah, genau. Wieder dasselbe Thema, was ich eben schon mal gesagt habe. Und Captain ist nicht über Bord. Captain haut dir gleich einen rein dafür. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, wir sind schon wieder über der Zeit. Kann das angehen?
Ich guck mal ganz kurz nach. Ist nämlich doch ein bisschen sehr lange immer die Wege. Ja, kurz davor. Wir sind kurz davor, Folgenlänge zu erreichen. Das heißt, ich werde jetzt so schnell wie möglich nochmal die Karte aufrufen. Da schnell hinreißen. Die Kiste holen. Und dann mache ich Part Ende. Ja, weil mehr schaffe ich jetzt nicht mehr in dieser kurzen Zeit. Bring die Hauptsegel in den Wind! Eissegel! Ja, ich kann auch das TR da unten erkunden, aber auch nur, damit ich da nochmal von Schnellreisepunkt habe. Mit der Kopf wieder Feinde patrouillieren in diesen Gewässern, Captain. Mars und Topsegel bergen! Haltet kräftig dagegen! Klippe voraus! Ausweichen, Captain! Ja, komm. Und natürlich zieht er einen Zentimeter nach hinten wieder in den Sekündchen. Das ist einfach nur noch eine Frechheit. Hallo? Warum pfeift er denn? Na gut, ich war im Busch, aber trotzdem. So. Das nächste eben noch markieren. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nur die Kiste schnell holen. Aber das ist ja auch dann nochmal wichtig. Geradezu lächerlich kurzfristig auch noch. Und das mit der Kiste hat jetzt zum Glück doch nicht allzu lange gedauert. Auch wenn mich immer noch ein bisschen triggert mit dem ständigen ins Wasser springen. Aber hey, das ist ja bald vorbei. Übrigens, soll ich überhaupt die Reihe von Assassin's Creed noch weiter let's playen? Ich muss mir eigentlich immer nur den neuesten Titel jetzt nur noch bald kaufen. Das heißt, das wird immer dann ein halbes Jahr dauern natürlich, weil ich dann ein bisschen spare, aber die aktuellen Titel bis heute habe ich. Also ich bin so langsam dabei, dass ich fast alle durch habe. Punkto auch gekauft habe, by the way. Ist ja klar, ich muss gekauft haben, wenn ich so zum Spielen habe. Aber ihr wisst, was ich meine. So. So, jetzt mache ich hier mal einen. Fast Travel. Segel festzurren! Alle Segel, Bewegung! Die Timon stimmt nicht! Ober und Bram! Bleib! Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Schießt! Feuer! Da, Mörser! Feuer! Warten Sie verwundbar, Captain! Feuer! 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 Ein guter Feuer! Feuer! Bleib außer Reichweite, Captain! Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Feuer! Schießt! Feuer! Haben Sie verwundbar, Captain! Feuer! Segelreffen raus aus der Bö! Segelbergen! Vieren und Fahrt aufnehmen! Vieren und einholen! Obersegelbergen! Öffnet die Hauptsegel! Zieht sie ran mit aller Kraft! Your Hifrin Lat! I imagine! Bringt sie um und füttert mit ihnen die Haie! Ah!
etwas ergeben sollen, als sie noch die Chance hatte. Moment, wann habe ich das Worfmesser entdeckt? Keiner der Löwen setzt Fuß auf unsere Deck! Ja, alles klar. Wenn sie kommt, schickt sie in den Tod. Halte das Deck sauber. Den Nettel Ritmo. Blut. Alter, kann... Frag den Kampf zu ihnen. Boah! Okay, und das alles nur, um einen kleinen Spot auf der Karte freizuschalten, ne? Wir sind über Länge jetzt wieder mit der Folge. Aber ist ja wurscht. Check doch noch auf jeden Fall reparieren. Denn es gerade eins viel wichtiger ist, nämlich, dass wir den Spot nämlich auch haben. Gerade weil wir den ja jetzt verscheucht haben. Wir haben Waren erbeutet, mit denen du das Schiff aufrüsten kannst. Diese treibende Beute wartet nur auf uns. Wir aufgeilen, nehmt Druck vom Baum. Korossal. Boah, komm schon. Bin nicht so dicht dran geschippert, nur um wieder lange zu rückzuschippern. So, Kiste gleich mitnehmen, weil es einfach gerade geht. Und jetzt schnell hoch da, weil der Aussichtspunkt hat gleich zu bedeuten, dass es auch ganz kurz speichert. Und das ist mir gerade mal relevant. Gut, während ich hier noch hochkletter, kann ich mich ja eigentlich schon mal verabschieden und sagen, wir sehen und hören uns einfach beim nächsten Mal wieder, hier an der Stelle. Auf dieser Insel. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Staus. Haut rein und ciao.